Sobald wir mit Zoom-Videokonferenzen arbeiten, fallen Begriffe wie Host, Co-Host, Moderator, Co-Moderator, alternativer Moderator und so weiter. Was es damit auf sich hat, erkläre ich in diesem Video. Und zuerst sollten wir wissen, dass die Begriffe Moderator und Host synonym verwendbar sind. Das heißt, ein Host ist ein Moderator oder eine Moderatorin, eine Co-Moderatorin ist ein Co-Host und eine alternative Moderatorin ist ein alternativer Host. Von daher, es fällt schon mal die Hälfte der genannten Begriffe weg, was ja auch erstmal sehr positiv ist. Ja, was ist ein Host? Das zeige ich jetzt mal an einem kurzen Beispiel. Ich habe jetzt im Hintergrund mit meinem Zoom-Account eine Videokonferenz ins Leben gerufen, dazu eingeladen, ich stelle sie bereit. Man sagt auch, ich hoste sie. Ja? Deswegen bin ich auch der Host mit meiner Lizenz, mit meinem Account. Und als Host bin ich erstmal verantwortlich und zuständig für Störungen. Ich bin verantwortlich, was in diesem Raum passiert. Und da verweise ich gerne nochmal auf ein Video, was wir schon mal gemacht haben, über den Umgang mit Störungen in Zoom-Videokonferenzen und wie ein Host darauf reagieren kann. Das heißt, ich habe hier die ganzen Funktionen, Umfragen, Breakout-Sessions, Freigabe, Whiteboard und ich kann Teilnehmerinnen und Teilnehmern stumm schalten, Video abbrechen und zur Not auch aus dem Meeting rauswerfen. Diese Arbeit muss ich aber in einem Meeting nicht alleine machen, sondern ich kann mir Hilfe holen mit den Co-Moderatorinnen und Co-Moderatoren. Und hier kann ich mir einfach Teilnehmerinnen oder Teilnehmer aussuchen, die ich eben entsprechend ja, benenne, befördere oder eben ja, zu Co-Moderatoren mache, indem ich in der Teilnehmerliste mit der Maus mir die Namen aussuche, auf den blauen Button mit dem weißen Meer klicke und sagen Co-Host erstellen. Und in diesem Moment werde ich nochmal kurz gefragt. Und man sieht dann direkt in der Teilnehmerliste, dass der Benutzer eben dann zu einem Co-Moderator befördert wurde. Die Co-Moderatoren, die haben im Prinzip die gleichen Rechte wie ein Host, bis auf das Livestreaming, Umfragen erstellen und das Meeting für alle beenden. Eine genaue Übersicht über die einzelnen Rollen und was jeder kann, ist in der Videobeschreibung auch zu finden. Da ja, ist die Zoom-Website immer noch die beste Anlaufstelle, wo es eine schöne Tabelle darüber gibt. Genauso wie ich einen Co-Moderator benannt habe hier auf der Seite, den anderen Tobias, kann ich ihm auch diese Rechte wieder entziehen, indem ich auf Mehr klicke und sage Co-Host-Genehmigung widerrufen und schon ist die Person wieder Teilnehmer. Hier muss man einfach darauf achten, Co-Moderatoren, die können zum Beispiel immer den Bildschirm freigeben, auch wenn die generelle Freigabe für die Teilnehmerin und Teilnahme unterbunden ist. Genauso gut können auch Co-Moderatoren in Breakout-Sessions immer die Räume wechseln, auch wenn diese Funktion gar nicht ausgewählt ist. Das sind einfach Vorteile, die diese Rolle mit sich bringt. Jetzt kann es aber auch mal sein, dass ich vielleicht als Host ein Meeting starte, aber mal kurz weg muss, das heißt auch den Computer ausmachen muss. Und in diesem Fall kann ich auch wirklich meine Hostrechte übertragen an einen alternativen Host. Und das funktioniert genauso wie mit dem Co-Host. Ich suche mir die Person aus, klicke auf diesen blauen Button und sage dann Host erstellen. Und jetzt achten Sie mal kurz hier unten auf diese Leiste, wo meine ganzen Funktionen als Moderator auch sichtbar sind. Sobald ich dies bestätige, verschwinden einige Buttons, weil ich jetzt erstmal nur noch Teilnehmer bin und meine Hostrechte abgegeben habe. Das heißt, ich kann das Meeting jetzt einfach verlassen und es läuft dann im Hintergrund weiter mit dem alternativen Host, den ich gerade benannt habe. Komme ich dann irgendwann mal wieder in das Meeting rein, erkennt Zoom mich ja anhand meiner Login-Daten und bietet mir hier unten mit diesem Button Host zurückfordern die Möglichkeit an, sich die Hostrechte wieder zurückzunehmen und zack bin ich wieder der Host der Veranstaltung. So ist es problemlos möglich, auch die Betreuung und Begleitung einer Veranstaltung, einer längeren Veranstaltung, auch aufzuteilen zwischen mehreren Personen, damit eben nicht eine Person den ganzen Tag das Gleiche machen muss. Wie gesagt, ich verweise gerne nochmal auf die anderen Videos zu den ganzen Funktionen, die dann hier noch zur Verfügung stehen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß beim Ausprobieren bei euren digitalen Formaten. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis bald. Tschüss.